Achtung, schizophrenes Rentier. Durch unterschiedliche Farbtöne, die im Sichtfeld des Tieres sind, können verschiedene Persönlichkeiten freigestellt werden. Missbrauch auf eigene Gefahr. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Dieses Rentier erscheint mir emotional äußerst labil. Der geringste Reiz und es könnte durchdrehen. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Ich sollte aufhören damit. Ein blauer Kopfkissenbezug. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Ich sollte aufhören damit. Blau. Dieses Rentier erscheint mir emotional äußerst labil. Ein Futtereimer. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Blau, blau. Achtung, schizophrenes Rentier. Durch unterschiedliche Farbtöne, die im Sichtfeld des Tieres sind, können verschiedene Persönlichkeiten freigestellt werden. Missbrauch auf eigene Gefahr. Ein blauer Kopfkissenbezug. Die blaue Farbe scheint es beruhigt zu haben. Oh Schreck. Nach Papageien, Krokodilen und Katzen werde ich wohl auch Rentiere nicht so schnell zu meinen Freunden zählen dürfen. Jetzt zeigt die Sonnenuhr nach 1 Uhr mittags an. Jetzt kann ich es gefahrlos mitnehmen. Mich nicht, ich bin beschäftigt. Ihr Frauen scheint alles im Griff zu haben. Alles straff organisiert. Eine töpfert die Töpfe, eine baut das Gemüse an, eine macht Feuer, ich bereite den Tisch zu. Und naja, normalerweise kocht dann der Koch das Essen. Nur dass der Koch heute irgendwie verschwunden ist. Vielleicht ist er geflohen. Wieso sollte er geflohen sein? Jedes Mal, wenn es uns nicht geschmeckt hat, haben wir ihm ordentlich ein paar verpasst. Ha! Und ich fand es noch nie besonders lecker. Ich bin der neue Koch. Du bist mutig. Aber na gut, dann nimm das Mittagessen mit. Und wie versteht ihr euch hier so? Wenn du mich so direkt fragst. Isolde kann ich nicht leiden. Die macht meinem Pjöldalin immer schöne Augen. Am liebsten würde ich ihr den Hals umdrehen. Ich will nicht weiter stören. Dann tu's auch nicht. Es gibt vermutlich wenig hässlichere Tiere auf diesem Planeten. Ich wüsste nicht, warum ich dir das Salz mitgeben sollte. Hallo? Ah, du bist es.
Sigrid hat gesagt, du sollst die Finger von Jöldalin lassen. Haha, Jöldalin ist mir bereits mit Haut und Haaren verfallen. Vom letzten Raubzug hat er mir sogar ein Einhorn mitgebracht. Wie romantisch. Also natürlich nur den Kopf. Wie eklig. Das kannst du Sigrid ruhig sagen. Nichts zu tun, die Dame? Von wegen. Ich mache jeden Tag um 1 Uhr mittags das Feuer an fürs Essen. Und? Was sagt die Uhr? Was? Schon so spät? Zeit für das Feuer. Für jede Aufgabe haben sie jemanden im Dorf. Fürs Aufräumen aber anscheinend nicht. Taugt nicht mehr zum Wasserholen. Du des Wahnsinns! Diesen Pokal hat Moses eigenhändig durch das Stadion getragen! Du willst doch hier weg, oder? Allerdings könnte ich auch dich in den Topf werfen. Untersteh dich, Asil! Wenn ich erstmal der Herrscher von Ägypten bin, wird dir das noch leid tun! Ich sollte doch den Pokal aufheben und dich einschmelzen. So schlecht scheint es hier gar nicht zu sein. Vor allem, wenn ich dich los bin. Schon gut, schon gut. Ich verspreche dir, es werden dir alle Wohltaten dieser Erde widerfahren, wenn ich erst den Kampf der Götter gewonnen habe. Mir würde es schon reichen, wenn du und deine Götterkollegen mich in Ruhe lassen würden. Weich und formbar. Ein schöner Abdruck. Es könnte zu einer mächtigen Waffe werden, aber nicht so. Eine schöne Kombination. Eine furchterregende Waffe. Hoffentlich gibt's hier keine Schneeaffen. Aha, das gab's wohl gestern. Würde einen tollen Bettvorleger für mein Haus hergeben. Ach, Moment. Irgendwas war doch mit meinem Haus. Absolut männlicher Bart.
sieht also ein echter Mann aus? Ein Bart, ein Helm und eine Waffe. Aha, der Koch. Isolde lässt dir ausrichten, dass Jöldalin ihr einen Einhornkopf geschenkt hat. Sie hat den Bogen überspannt. Du bist doch Koch. Nimm das Salz da drüben und versalze ihr ordentlich das Mittagessen. Ich will nicht weiter stören. Dann tu's auch nicht. Ein Salzsack. Jetzt zeigt die Sonnenuhr nach 1 Uhr mittags an. Meine Sandalen sind für diesen kalten, weißen Sand nicht gemacht. Das Salz lässt den Schneemann schmelzen. So ungefähr stelle ich mir einen richtigen Wikingerhelm vor. Na, sowas. Du siehst ja schon fast aus wie ein echter Wikinger. Was gibt es denn da zu lachen? Herrlich. Du bist ein lustiger kleiner Geselle, Ägypter. Aber ich habe doch alles richtig gemacht. Und sehe bestimmt extrem männlich aus. Ich weiß doch, dass du ein Mann bist. Ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Die ganzen Kerle sind auf Raubzug und den ganzen Tag sehe ich nur die Frauen. Da wollte ich dich halt mal zu einem richtig tollen Saufkumpan herrichten. Na toll. Einmal mehr bin ich Spielball der Götter. Ach was. Du hast dir ehrlich meinen Respekt verdient, kleiner Ägypter. Lass uns zusammen einen guten Zug von meinem besten Stoff nehmen und über deine Abenteuer plaudern. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen. Los, trink! Hui, das ist aber starkes Zeug. Und du sagtest, du kommst vom Heiligen Hotel? Sagte ich das? Ich bin vielleicht schon ein wenig betrunken. Weißt du, da habe ich früher auch mal gearbeitet. Ich war ein junger Gott und hatte einen Aushilfsjob in der Requisite für die Vorführung der Abschlussfeier. Requisite? Heiliges Hotel? Ich glaube, da klingelt was. Oder ist es nur mein Kopf, der da klingelt? Vermutlich. Damals hat mich ein freundlicher ägyptischer Gott zum Trinken eingeladen. Ach, wie hieß der doch gleich nochmal? Fred? Schmet? Seth? Seth hat dich zum Trinken eingeladen? Ja, genau. Ein netter Kerl. Hat mich ziemlich betrunken gemacht. Das war ein Spaß. Nur nach der durchzechten Nacht habe ich leider den Schlüssel zum Requisitenraum nicht mehr gefunden. Hassil, hör auf zu saufen und hör dem guten Mann zu. Er erzählt uns gerade, dass Seth ihm damals den Schlüssel zur Requisite geklaut hat. Was? So habe ich das noch nie. Dieser nette Kerl, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das hat mich jedenfalls meinen Job gekostet. Naja, ein Ferienjob, was soll's. Der Schlüssel tauchte seltsamerweise einige Tage später wieder bei mir auf. Habe ihn aber nie mehr abgegeben.
Ich kam dort ja nicht mehr so oft vorbei, weißt du? Asil! Thor hat den verschollenen Schlüssel zum Requisitenraum! Den Schlüssel, der vermutlich zum Beweis führt, dass Seth Osiris absichtlich zersägt hat. Und dass ich unschuldig verbannt wurde. Zersägt? Mein Kopf fühlt sich auch gerade ziemlich zersägt an. Ich würde jetzt gern etwas schlafen. Untersteh dich! Weißt du was? Ich gebe dir den Schlüssel einfach mit. Dann kannst du ihn der guten Ordnung halber dort abgeben. Ja, ja, gib uns den Schlüssel! Ja. Darauf trinken wir ein. Auf die alten Zeiten. Und den Weg zurück ins Hotel zeige ich dir auch noch. Oh nein, von Wasser eingeschlossen. Das halte ich nicht aus. Ups, was ist denn da runtergekommen? An dieses Boot habe ich nur schlimme Erinnerungen. Neugierig bin ich ja schon, was da drin ist. Aber jetzt heißt es erstmal, meine Haut zu retten. Wasser, soweit das Auge reicht. Überall Wasser! Es ist zwar ein Gummihuhn, aber so hilft es mir nicht weiter. Lieber Finder. Wenn du diesen Brief findest und des Lesens mächtig bist, dann... Hilfe! Gezeichnet, der hoffnungslos verschollene Asil. Vorher sollte ich die Nachricht gut verstauen. In dir steckt ein kleiner Feuerteufel. Nein, wir wollen das nicht abfackeln. Was zur Hölle? Du machst mir Spaß, kleiner Mann. Oh je, was für ein verrückter Traum. Der starke Tropfen war doch etwas viel für dich, was? Ich werde dir ein wenig Reisesand spendieren, damit du zurück ins Hotel reisen kannst. Na los, hattest du nicht noch was vor? Beeilung! Beeilung, der Kampf fängt noch ohne uns an! Lauf gefährlich schneller, Träger! Also dann! Die Damen und Herren Götter, es geht los! Eure Aufgabe! Ihr müsst so viele Menschen wie möglich dazu bringen, an euch zu glauben. Wer am Ende des heutigen Tages die meisten Gläubigen besitzt, wird der nächste Herrscher über Ägypten. Die Sonderregeln und weiteres Kleingedruckte findet ihr in den Heiligen Spielregeln.
Nun zur Ausgangslage. Seth führt mit 7814 Gläubigen. Am anderen Ende der Liste ist das Ankh mit, einem. Und zwar Asil. Herrje, nur einer? Ungläubiges Pack. Asil, wir haben viel Arbeit vor uns. Was? Das ist die Ausgangslage? Das ist ja total unfair. Der Sieg ist mir gewiss. Und das Spielfeld in diesem Jahrtausend ist Luxor. Na, wer hätte das gedacht? Möge der Wettkampf beginnen. Los, Asil, wir müssen nach Luxor. Los, los, los. Die Spielregeln sollte ich mir genauer anschauen. Geschrieben in der Sprache der Götter. Unlesbar für mich. Du wünschst... Ich hätte gern einen Drink. Kann ich den Zimmerschlüssel sehen? Ich habe gar kein Zimmer. Dann bekommst du auch keinen Drink. Hey, Finger weg! Darf auf keiner Party fehlen. Willkommen im heiligen Requisitenraum. Was brauchen Sie? Die Requisiten von Seths Bühnenaufführung vor 1000 Jahren. Jemand hat sehr unbeholfen Show-Siege draufgeschrieben. Mit E anstatt mit Ä. Vielleicht schämt er sich nur für sein Gesicht. Ja, ja, ich kenne die Regeln. Die kennt doch jeder. Was willst du? Kannst du mir helfen? Was brauchst du denn? Ich kann die Spielregeln nicht lesen. Wie schön. Ein Vorteil für mich. Da brauche ich mich ja wirklich nicht zu hetzen mit dem Eintritt in den Kampf. Der bringt uns nicht weiter, Asil. Jemand anderes muss das für uns übersetzen. Warum nochmal kannst du die Sprache der Götter nicht lesen? Ich kann nicht nur die Sprache der Götter nicht lesen. Ich habe überhaupt nie lesen gelernt. Einmal mehr bist du eine großartige Hilfe. Mein Freund, der Seher, könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ah, endlich mal etwas Ruhe. Nanu, wo ist das Toilettenpapier? Oh nein, das Papier ist alle bei den Göttern. Wo bekomme ich jetzt bloß Papier her? Okay, danke. Was willst du? Kannst du mir helfen? Was brauchst du denn? Ich brauche Reisesand. Gut, gut. Aber vorher musst du mir einen Drink holen.
Hier ist ein Gutschein. Komm ja nicht ohne Drink wieder. Sie wünschen? Ich hätte gern einen Drink. Hier ist mein Gutschein. Gut. Willst du ihn mit oder ohne Olive? Mit. Und willst du Eis in deinen Drink? Ja. Ein Schirmchen willst du doch bestimmt. Ja. Kommt sofort! Ist der Flaschenöffner? Hey, du halbverweste Mumie! Schau mich bloß nicht so an! Ich bin kein Flaschenöffner! Verstanden? Dann eben mit den Zähnen. Ging früher schließlich auch. Huch! Ich krieg sie nicht auf! Na, dann gib mir doch einfach was anderes. Dieses süße Göttergetränk da hinten am besten. Ein fauliger Mumienzahn. Ich kann es nur in aller Deutlichkeit sagen. Das scheint nicht zu funktionieren. Leis, ein komisches Wort. Hier hilft mir dieses körnige Zeug auf jeden Fall nicht weiter. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Eis fällt durch das Loch wieder raus. Ich hebe ihn besser wieder auf. Ich bräuchte einen kleinen Gegenstand. Etwa so groß wie ein Zahn, um dieses Loch zu stopfen. Das Loch ist gestopft. Der Leis ist an Ort und Stelle. Da bin ich wieder. Und schon bist du wieder faul. Ja! Oh, es ist schrecklich. Was ist denn hier passiert? Ach, Seth hat alle meine Mitarbeiter, Priester bekehrt. Jetzt räumen sie alles aus dem Tempel, was nicht Seth geweiht ist. Sie machen einen Seth-Tempel aus meinem schönen Casino. Meine Karriere ist ruiniert. Los, glaube an das Ankh. Was für ein Ankh? Also, erinnerst du dich noch an 79? An der Küste des Roten Meeres. Horus? Du bist noch immer in einem Ankh gebannt? Tja, ist wohl so. Das hast du sicher verdient. Seit ich dich kenne, hast du die Menschen nur ausgenutzt. Aber dafür sind sie doch da! Oder etwa nicht? Das ist das Ankh, das ich kenne. Die große, weite Welt hast du mir versprochen. Eine Zukunft an deiner Seite. Tja, nun... Als du mich dann verlassen hast, musste ich ganz von vorne anfangen. Aber ich war stark und bin meinen Weg gegangen. Schließlich habe ich es bis zur Hohepriesterin geschafft. Ja, Respekt, Respekt. Hilfst du uns nun, oder was?
Wieso sollte ich etwas für dich tun? Du würdest niemals etwas für mich tun. Stimmt. Na und? Ang! Was? So kommen wir nicht weiter. Na gut, wenn wir dir irgendwie deinen Tempel zurückgeben, hilfst du uns dann? Das und eine Entschuldigung von dir. Eine Ent-was? Ja, ja, das bekommen wir schon hin. Was? Asil, völlig ausgeschlossen, ich... Los, Ang, wir haben Arbeit zu tun. Wie läuft's? Vielleicht könntest wenigstens du ein bisschen an das Ankh glauben. Tja, du weißt, wie das funktioniert. Als Araberin sind die ägyptischen Götter leider mal wieder nicht für mich zuständig. Abgesehen davon würde ich die Welt eher Seth überlassen, als an das Ankh zu glauben. Ich wusste, dass sie das sagen würde. Was machen wir bloß mit diesem Postfalken? Mein Vater und ich waren früher oft mit unserem Falken auf der Jagd. Das ist ein verbreiteter Sport in Arabien. Wenn ich einen Lederschutz für mein Handgelenk hätte, könnte ich ihn rufen. Ich muss weiter. Nein, du bist es garantiert nicht. Aber ich wohne doch im Hotel der Götter. Alles eine Sache des Glaubens. Ich sollte zuerst mit Shalom reden. Schön, dich zu sehen, Asil. Los, hilf mit, Leute zum rechten Glauben zu bekehren. Ich bin kein guter Redner, fürchte ich. Aber vielleicht findest du etwas in meinem Koffer, das dir hilft. Was könnte das sein? Meine Socken. Vielleicht kannst du Leute mit meinen Socken bekehren. Na klar, Shalom. Leider habe ich den Schlüssel für den Koffer in der Oase vergessen. Du bist mal wieder eine unglaubliche Hilfe. Oh, danke. Aber was ist mit Beweisen? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Jetzt habe ich zwei Flaschenöffner und beide helfen mir. Nicht. Naja, also... Man muss nur festge... Was ist denn? Wie kommst du voran beim Sammeln von Gläubigen? Also einen neuen habe ich. Ein sympathischer Bursche. Richtig sympathisch. Wenn ich verstehe, was ich meine. Ach, wenn ich ihn doch noch mehr betreuen könnte. Früher war das alles viel einfacher. Vielleicht liegt es an meinem Parfum. Mein Moschusduft. Vielleicht wieder gemäß. Obwohl er natürlich sehr exklusiv ist. Wusstest du, dass Moschus von Hirschen gewonnen wird? Vielleicht wird es ja mal Zeit für ein Parfum eines anderen Attraktiveren. Das Ankh und ich werden gewinnen. Und wenn schon, solange ich das Herz dieses Mannes gewinne, ist für mich alles in Ordnung. Bis später. Ja, viel Spaß.